Winkler Merlin? Ah, Vater. Fertig. Wollte gerade losfahren. Du sag mal, Rolf, sind bei der Polizei die Motor- und Fahrgestellnummern registriert? Ja, natürlich. Jeder bei uns zugelassene Wagen hat eine Stammkarte. Darauf sind sie vermerkt. Ja, dann müssen die Nummern raus. Aber warum denn? Frag jetzt nicht. Geh da mit der Schleifmaschine rüber. Ist doch keine Affäre. Na, das möchte ich nicht. Muss denn das sein? Rolf, eine Hand wäscht die andere. Ich kaufe dir auch das Motorboot, das wir neulich gesehen haben. Hm? Ja, wenn du fertig bist, bring mir hierher. Nicht zum Parkplatz. Kommst zu mir? Ist was mit Rolf? Er sollte doch mittags hier sein. Ich brauche meinen Wagen. Nimm doch bitte Platz, Anna. Ich muss mit dir reden. Der Junge muss hier raus. Was ist? Du wirst ihm sagen, dass er wieder zu mir ziehen soll und dass ich meinetwegen ein möbliertes Zimmer sucht. Jedenfalls hier muss er raus. Aber entschuldige, Anna, das bestimmst du doch nicht. Rolf ist 19 und volljährig. Ein dummer Junge ist es, der nicht merkt, wie er von dir ausgenutzt wird. Er verdient bei mir ein gutes Stück Geld. Wie lange denn noch? Wenn der alte Winkler stirbt, wird die Werkstatt zugemacht. Du kriegst doch keine Gewerbegenehmigung. Und dann steht Rolf da ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Soll er sein Leben lang ungelernter Arbeiter bleiben? Es war unverantwortlich von dir, ihm zuzureden, seine Lehre aufzugeben. Zerbrich du dir nicht den Kopf über Rolfs Zukunft. Der Junge macht schon seinen Weg. Wie denn? Als Kompagnon deiner Autoschiebung und sonstigen krummen Geschäfte? Ach da, Herr Wederwind. Hast denn wieder tüchtig ausgehorcht, was? Ich kam ganz zufällig dazu, wie er die Westschilder an den Mercedes montierte. Ach, nachspioniert hast du ihn. Er hat mir von allein erzählt, was du alles von ihm verlangt hast. So abgebrüht wie du ist er noch nicht. So, na, dann hat er dir hoffentlich auch erzählt, was er von mir dafür bekommt. Ein Motorboot. Kann da lange bei dir drauf warten. Das hätte ich mir denken können. Mit deinem Geld glaubst du, alles erreichen zu können. Aber diesmal irrst du dich. In deine kriminellen Geschichten ziehst du den Jungen nicht mit hinein. Das sehe ich nicht tatenlos zu, und wenn ich zur Polizei gehen müsste. Jetzt wird's mir aber zu dumm, Mama! Eine Zeit lang hast du, Rolf, mit deinem Haus hier. Deinem Mercedes, deinem Geld, von dem niemand weiß, woher du es hast. Deinem ganzen Großmannsgetue imponieren können. Es ist sogar verständlich, dass es ihm gefiel, plötzlich einen reichen Vater zu haben, der sich liebevoll seiner Zukunft annahm. Aber Gott sei Dank sind ihm die Augen aufgegangen. So, sind sie das. Na gut, Anna. Dann brauchen wir uns ja nicht weiter herumzustreiten. Soll er selbst entscheiden, wohin er gehört. Ich wollte mit dir reden. Kannst du dir sparen, eine Erklärung? Ich musste ihr das sagen, sie war doch dazugekommen. Ich weiß. Hat sie mir alles vorgebetet. Dass ich dich in kriminelle Sachen verwickle, dass du bei mir verlotterst. Bitte. Ich halte dich nicht. Ich habe nur dein Bestes gewollt, das wirst du wohl nicht bestreiten können. Eine passende Ausrede zu finden, wäre ja wohl nicht so schwer gewesen. Na, mir wäre das bestimmt nicht passiert. Ich bin eben nicht so clever wie du. Na, was soll denn das heißen? Na ja, wie du lebst, das gefällt mir nicht. So. Na, was gefällt dir auf einmal nicht? Dass du mir auch mal einen Gefallen tun musstest. Für all das Gute, das du jetzt bei mir hattest. All das Gute. Man muss im Leben schon was riskieren, mein Lieber, wenn man was erreichen will. Das habe ich auch tun müssen. Ja, was hast denn du schon erreicht? Das Haus, den Wagen, ja. Na und? Die Mutter war ein ganz anderer Kerl. Die hat was aus ihrem Leben gemacht. Und ohne dein Geld. Ihr Alter hat dir ganz schön eingeheizt. Wird wirklich das Beste sein, du ziehst wieder zu ihr. Ein Muttersöhnchen gehört eben an Mutters Schürzenzipfel. Wer kann denn das sein? Weiß ich. Sieh mal nach. Ja, bitte? Tja, ich möchte gerne Ihren Vater sprechen. Tag, Herr Berlin. Ja? Von Herrn Brinkmann soll ich schöne Grüße ausrichten. Kleiner Scherz. Kennst du doch. Hast du doch damals auch gemacht. Die Nummer. Als du zu mir in die Kneipe kamst. Ich weiß wirklich nicht, wer Sie sind und was Sie von mir wollen. Nun, tu doch nicht so dämlich. Das weißt du doch ganz genau. Weißt du im Ernst? Ich verkriech mich mein ganzes Leben vor den Bullen aus Angst in London. Und lass dich mit einer halben Million einen reichen Mann spielen.
Jetzt wird's mir aber zu dumm. Verlassen Sie sofort mein Haus. Bleib stehen! Setz dich! Einmal hast du mich aufs Kreuz gelegt. Nochmal ist nicht drin. Entweder ich krieg jetzt mein Geld, oder du stehst hier nicht mehr auf. Ich habe nicht umsonst 7 Jahre nach dir gesucht. Ja. Und steck endlich das Ding weg. Damit erreichst du gar nichts. Also? Nun, was glaubst du, was ich noch habe? 250.000, sagt Brinkmann. 250.000? Das ist ja verrückt. 100.000 hat er damals selbst eingesagt. Hat er mir erzählt. 30.000 habe ich ihn Gott sei Dank noch abknüpfen können. Aber in der Tasche waren mindestens 400.000. Mein Anteil hat mir Brinkmann im Laufe der Jahre umgetauscht. Das waren genau 50.000. Tja, da hatte ich ganz schön angelogen. Brinkmann? Der bestimmt nicht. Der hat viel zu viel Schiss, dass er hochgehen könnte. Tja, ja. Mein Sohn. So ist das Leben. Unrecht gut gedeiht nicht. Steht schon in der Bibel. Na, lass uns doch mal vernünftig reden. Wir machen 50-50. Schön so. Du hast von dem Mais, oder? 7 Jahre musste ich mich vor der Polizei verstecken. Und vor meiner alten Kuschen. Während du hier auf den Scheinen rumsitzt. Gib jetzt das Geld raus, oder du bist ein toter Mann. Wenn du mich umlegst, dann erreichst du gar nichts. Ich habe das Geld nicht im Hause. Was? Ja, hast du ernsthaft angenommen, ich trage es bei mir in der Brieftasche? Du willst mich bloß hinhalten, bis dein Sohn kommt, nicht? Nein, aber an das Geld kommen wir heute nicht mehr ran. Sag bloß, das Geld ist auf der Bank. Nein. Im Ausland. In Budapest. In Budapest? Ach nee. Hat dir das Brinkmann nicht erzählt? Und weshalb habe ich mich denn immer mit ihm in Budapest getroffen? Steh auf! Bitte. Steh auf! Wir können uns ja nächsten Sonnabend auch mehr treffen. Geh! Du steigst im Modest aber zack ab und ich bringe dir das Geld dorthin. Geh! Die Zimmernummer kann mir ja der Portier sagen. Setz dich! Bringst du mir das Geld? Kriegst du das Geständnis zurück? Kriege ich's nicht? Geh's an eure Polizei. Schau! An! Die Deutsche Volkspolizei. Hast mich doch auch so in der Hand, seit du nun weißt, wo ich wohne. Doppelt genäht hält besser. Wie bist du eigentlich dahinter gekommen? Über Brinkmann. Brinkmann kannte meine Adresse nicht. Wir haben uns immer im Ausland getroffen. Und geschrieben hat er mir Postlager. Ich weiß. Das ist alles prima eingefädelt. Aber ein Fehler war doch in deiner Rechnung. Als mir der Brinkmann erzählte, dass er dir den Mercedes beschaffen sollte, da wusste ich, wie ich dir auf die Spur komme. Deshalb hast du ihn gebracht. Ja, den kleinen Freundschaftsdienst konnte ich mir doch nicht entgehen lassen. Außerdem war dein Kompagnon Brinkmann mit dem Auftrag völlig überfordert. Muss ich dir noch dankbar dafür sein, was? Ein Geschenk geschenkt. Woher hast du nun wirklich meine Adresse? Ist Brinkmann mit oder seid ihr mir nachgefahren? Wozu? Du hast mich doch mitgenommen. Was? Im Kofferraum. Ach, nee. Der Julius Borowski hat auch seine Ideen. Und manchmal nicht die schlechtesten. Also eins zu eins. Nun lass uns endlich das Kriegsbeil begraben. Prost. Ja. So. Und du schiebst dir jetzt eine ruhige Kugel als Autowerkstattbesitzer, hat mir Brinkmann erzählt. Was wirft denn so ein Laden ab? Ja, gar nichts. Ich habe mich da nur so reingehängt. Als Tarnung. Tarnung? Ja, hier kannst du doch von jedem gefragt werden, wovon leben sie. Womöglich wäre es aufgefallen, dass ich nichts tue. Das wäre was für mich. Die Taschen voll Geld und dann noch arbeiten müssen. Ja, ich führe nur die Bücher. In die Werkstatt habe ich meinen Sohn gesteckt, seit der eigentliche Besitzer invalid ist und sich nicht mehr darum kümmern kann. Also doch eine ruhige Kugel. Na, und was für eine. Wie ein Einsiedlerkrebs lebe ich. Aber lassen wir das. War wohl doch eine Schnapsidee, mit dem Kies in den Osten zu türmen, hä? War gar nicht so schlecht, die Idee. Da wärst du nie drauf gekommen, dass das Zeug hier ist. Also doch hier? Nun nicht mehr. Aber damals lebte meine Mutter noch. Ihr gehörte das Haus hier. War völlig vollkommen die Klitsche. Habe ich dann alles erst umgebaut.
Im Keller hatte ich es vergraben und war dann gleich wieder nach Hamburg zurückgemacht. Aber im August kam dann die Mauer. Nein, da war ich angeschmiert. Tja, zum Glück war ich von meiner Frau noch nicht geschieden. Dadurch konnte ich den Rückkehrer spielen. Vielleicht sehe ich doch mal im Keller nach. Ja? Meinetwegen, bitte. Ich habe alles umbauen lassen. Der Junge wohnt doch jetzt bei mir. Da behält man doch sowas nicht im Hause. Na schön. Du weißt, was hier blüht. Ja, ja. Gut. So, jetzt muss ich aber. In 2 Stunden geht meine Maschine von Tempelhof. Ja, Moment mal, du musst doch meinen Mercedes mit rübernehmen. Was, die alte Kiste? Die schenke ich dir. Ja, den bringt man dir nicht erklärt, wie das laufen muss. Doch, doch, aber... Dann sag ich ihm, das Ding ist geklaut worden. Ja, da kriegst du einen Haufen Schere rein. Eher lassen die dich nicht wieder raus. So eine Scheiße. Ja, mit dem Alten fahre ich nicht. Da merken die was und kriegen mich am Hintern, ne? Na komm, setz dich. Na, trink doch noch ein paar. Dann kannst du sagen, betrunken wolltest du nicht fahren, weil das verboten ist und hast ihn deswegen stehen lassen. Dann kommst du morgen wieder ihn holen. Ne? Und darauf lassen die sich ein. Ne? Na, die Wagenpapiere werden sie dir abnehmen. Aber die brauchst du doch nicht mehr. Dann komm, setz dich. Jetzt habe ich mir früher was eingebrockt, ja. Komm, gieß ein. Bedien dich. Ja. Wo willst du hin? Na, wohin, wohin? Mein Sohn anrufen. Sag mal. Hast du nicht ein Kuvert und eine Briefmarke? Wozu denn das? Tja, damit es mir nicht noch abhanden kommt, weißt du, stecke ich es lieber gleich in den Briefkasten. Borowski, Hamburg. Sicher ist sicher. Hm? Bin gleich wieder da, mein Freund. Können Sie mir sagen, wann heute das letzte Mal die Briefkästen geleert werden? Nicht mehr. Ja, vielen Dank. Julius, komm, wir müssen gehen. 11 Uhr durch. Ja. Bis Mitternacht müssen wir am Grenzkontrollpunkt sein. Ich bin müde. Ja, Julius. Sieh an, Julius. Ja. Ach, Kollegin, bitte, ich habe gestern Abend einen Brief hier angeworfen. Die Angelegenheit hat sich inzwischen erledigt. Könnten Sie ihn mir bitte wiedergeben? Sehen Sie, da ist er. Na, aber Moment doch mal. Na, aber das Sie geht doch nicht. Sie können mir glauben, das ist mein Brief. Wo habe ich denn mein Ausweis? Na, also ausnahmsweise mal. Vielen Dank, Kollegin. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Haben Sie den Wagen geöffnet? Nein, nein. Ich habe nur die Hand auf dem Lenkrad liegen sehen. Dann habe ich sofort die VP verständigt. Ja, ja, fang schon an. Ist die Umgebung schon abgesucht worden? Nein, wir wollten keine Spuren der Seite. Fordern Sie ein Bereitschaftskommando und ein Pferdwolle. Ich habe verstanden. Ein bisschen merkwürdig finde ich es ja, dass einer mit dem Wagen in den Wald fährt, um sich das Leben zu nehmen. Und noch dazu einer, der von so weit herkommt. Was sagen Sie ihm dazu als Fachmann? Noch gar nichts, Herr Seemann. Erst müssen wir mal feststellen, wer der Tote ist, woran er gestorben ist, wie er hierher gekommen ist und ein Dutzend anderer Dinge mehr. Dann können wir uns eine Meinung bilden. Todesursache ist Kohlenmonoxidvergiftung. Außerdem stand der Mann wahrscheinlich unter Alkoholeinfluss. Den Grad der CO-Hämoglobin-Anreicherung und dem Blutalkoholgehalt kann ich Ihnen erst sagen, wenn die chemisch-toxikologische Untersuchung abgeschlossen ist. Was ist mit den Tabletten, die wir im Wagen gefunden haben? Beruhigung. Beziehungsweise Schlafmittel. An sich relativ harmlos. Aber in Verbindung mit Alkohol ist die Wirkung dieser Mittel mitunter tückisch. Spricht das für oder gegen eine Mordtheorie? Dass sich jemand vor einem geplanten Selbstmord Mut antrinkt. Das ist nichts Ungewöhnliches. Aber auch die vorherige Aufnahme von Tabletten oder anderweitiger Mittel ist durchaus nicht ungewöhnlich. Wie man überhaupt den verschiedensten Selbstmordkombinationen begegnen kann. Meinen Sie, dass er von dem Zeug was geschluckt haben könnte? Das wird sich herausstellen, wenn das exakte Ergebnis unserer Chemikerin vorliegt. Ist das allgemein bekannt, dass solche Mittel zusammen mit Alkohol besondere Wirkungen hervorrufen? Ja, ja, natürlich. Hm? Jeder dieser Tablettenpackungen liegt eine Anwendungsvorschrift bei, in der ausdrücklich vor der gleichzeitigen Einnahme von Alkohol und diesen Tabletten gewarnt wird. Ob Tat und Fundort identisch sind, können Sie da einen Hinweis geben? Die Leiche wies keine ungelagerten Totenflecken auf. Der Tod ist also wahrscheinlich am Fundort eingetreten und etwa 10 Stunden vor Auffindung der Leiche. Ich danke Ihnen vielmals. Wir lassen die Analyse nachher abholen. Auf Wiedersehen. Wiederschauen.
Hans-Gras neues Haus gefunden? Wenn Erfolg ausbricht und man nimmt das Gaspedal ruckartig zurück, bleibt er weg. Nimmt man es langsam zurück, da läuft er weiter. Die Ventile werden durchgebrannt sein. Naja, Baujahr 61. Nach dem Tau hat er 87.000 Kilometer runter, kann aber gut und gerne schon einmal um die Uhr gelaufen sein. Sind das die Tatortaufnahmen? Ja. Kann ich mal sehen? Bitte. Danke. Der rechte Fuß des Toten lag neben dem Gaspedal. Könnte doch beim Eintritt der Bewusstlosigkeit runtergerutscht sein. Sie meinen, dann wäre der Motor ausgegangen und kein CO mehr in das Wageninnere eingeströmt. Kann sein. Kann man das genau feststellen? Messen. Wie viel CO in welcher Zeit durch den Schlauch eindringt. Sieh doch mal den Kotflügel an, der ist handgeschneidert. Na, ich sehe da keinen Unterschied. Wie habt ihr das rausgekriegt? Das ist Walzblech, die übrige Karosse aber Tiefziehblech. Und worauf deutet das hin? Eine Reparatur, die wahrscheinlich hier in der DDR durchgeführt worden ist. Welche Werkstatt drüben sollte auf die Idee kommen, einen Mercedes-Kotflügel in Handarbeit nachzuarbeiten? Dann hier die Lichtmaschine. Original Volga. Mensch, dann haben wir ja einen Ansatzpunkt. Wenn der Wagen hier bei uns gelaufen ist, ist es doch kein Problem, den Besitzer auszumachen. Nehmen wir an, dahinter steckt eine Autoschieberbande. Die Wagen werden drüben für dich aufgekauft. Vielleicht sogar geklaut. General überholt. Und dann hier gegen alte Reparaturbedürftige umgetauscht. Hattet ihr sowas schon? Kann mich nicht erinnern. Sag mal, was ist mit der Motor- und Fahrgestellung? Das ist es ja eben. War einer mit der Schleifscheibe dran. Müssen wir spektralanalytisch untersuchen. Morgen hast du die Nummer, denke ich. Na, immerhin ein Licht in der Finsternis. Ich hatte schon Bammel, wir müssen den Vorgang unerledigt zu den Akten legen. Aber doch nicht, wenn wir uns zusammenarbeiten. Die handschriftlichen Eintragungen sind nicht radiert, nicht mit Tintentod bearbeitet oder sonst wie verfälscht. Also ist das wirklich ein Grieche? Warte aber ab, Junge, kommt ja gleich. Bei uns wirst du immer promptens bedient. Die Ausweispapiere selbst sind offenbar echt. Aber hier, an dem Papier des Bildraumes, siehst du es ganz deutlich, ist es beschädigt. Also schon mal ein Bild daraus entfernt worden. Für das zweite Bild wurde ein anderer Klebstoff verwendet. Die chemische Analyse. Entschuldige bitte, heb dir das für ein Gutachten auf. Mich interessiert im Moment, wie auch der Bildertausch kürzlich erfolgt ist oder schon vor längerer Zeit. Sehe ich nicht mit bloßem Auge. Die chemische Analyse ist gut. Hier ist die Meldung vom Kontrollpunkt. Als Baxe Barnos ausgewiesene Person ist Sonne um früh 9 Uhr mit Mercedes eingereist und nicht wieder ausgereist. Na, das ist doch schon etwas. Also erstens, Personenfeststellungsverfahren, damit wir klar sind, ob der Eingereiste mit dem Toten identisch ist. Hier noch der Oberleutnant. Ja, bitte. Hier ist der Befund. Ah, bitte schön. Der Befund von der Gerichtsmedizin. Ja. Tod des griechischen Staatsbürgers, das 6,5 Milligramm Methylaminophyril enthielt, unter der handelsüblichen Bezeichnung bekannt. Da muss er doch etliche von den Tabletten geschluckt haben. Mit Sicherheit keine letale Dosis. Todesursache eindeutig CO. Die Einnahme von diesem Mittel und größeren Mengen von Alkohol haben wahrscheinlich zur Handlungsunfähigkeit geführt. Also kann man annehmen, dass der Tod durch eine andere Person herbeigeführt wurde. Was ergibt sich bei der Kfz-Untersuchung? Hm? Wir müssen schnellstens alle in Berlin und der Republik zugelassenen Mercedes 180 ermitteln. Wie lange wird das dauern? Heute ist Sonntag. Ach, die in Berlin laufenden Wagen haben wir in einer halben Stunde. Längstens die aus der Republik morgen früh. Und gut, leiten Sie das gleich in die Wege. Drittens, Amtshilfe ersuchen nach drüben. Hamburger Kennzeichen. Zulassung ist in Hamburg ausgefertigt. Also er sucht nach Hamburg. Nach Athen würde er sowieso keinen Zweck haben. Bild- und Fingerabdrücke des Toten mit. Ja, und die Daten des Passes. Rufen Sie gleich Staatsanwalt Jung an, damit die Sache möglichst heute noch rausgeht. Ja. Ach, noch etwas. Viertens, Auftrag an Einsatzgruppe. Sollen feststellen, ob der Mercedes gestern in der Gegend des Fundortes gesehen worden ist. Hab ich's doch gewusst. War der alle doch bei der Polizei. Aufforderung zur Kfz-Inspektion. Sie werden hiermit aufgefordert, am Mittwoch, dem 5. Juni 1968, 39, Volksbesinn. Was hat sie mir eingebrockt? Ach, bestimmt nicht. Mutter war bestimmt nicht bei der Polizei. Nein. Das ist doch kein Zufall, dass gerade jetzt die Wagen überprüft werden. Das machen die doch regelmäßig. Stand doch in der Zeitung an Litfaßsäulen. Die überprüfen dann nur die Funktionssicherheit. Na, umso besser. Na, dann genügt's doch, wenn du den Wagen hinbringst. Und der Fahrzeughalter soll aber selber kommen. Ach, Junge, das ist doch nur eine Formsache. Los! Rein in die Werkstatt, nimm dir den Wagen noch mal vor, schmier Öl drüber, damit er nicht so neu aussieht. Warum gehst denn du nicht hin? Nein, ich muss doch noch, Budapest, ich hab's dir doch gesagt. Bis jetzt noch nicht. Mit dem Mann, der Sonne an dir war, treffe ich mich.
geschäftlich. Sei bitte abends zu Hause. Ich rufe dann an, ob alles glatt gegangen ist. Ach so. Da soll ich die Suppe jetzt alleine auslöffeln? Ach was! Dir können sie doch nichts. Dich hat sie bestimmt nicht angezeigt. Dann geh schon. In Berlin sind es 7 Fahrzeughalter, in der Republik 34. Sind alle beratet? Ja, die Berliner sind für Mittwoch zur Inspektion bestellt. Dort ist alles vorbereitet. Wann können wir mit dem Ergebnis der spektralanalytischen Untersuchung rechnen? Die melden sich, sobald sie die Nummern haben. Der, den wir suchen, wird ja sowieso nicht kommen. Schauspieler, PGA-Vorsitzender, Maler, Architekt, Sängerin, Journalistin, Kaufmann. Bei den Abschnittsbevollmächtigten muss heute nur Auskunft über die Leute eingeholt werden. Veranlassen Sie das, Thomas. Ja. Ein Mensch, der zu einem solchen Verbrechen fähig ist, der womöglich von Autoschiebung lebt, der könnte sich doch schon durch seine Lebensweise und Einkommensverhältnisse von seinen Mitbürgern unterscheiden. Vielleicht bekommen wir auf diese Art schon einen Hinweis. Vorausgesetzt mal, der Besitzer des gesuchten Mercedes ist tatsächlich der Mörder, was er noch nicht bewiesen ist. Würde er nicht versuchen, nach Erhalt der Vorladung sofort zu flüchten? Zumindest erstmal Berlin verlassen. Ist einkalkuliert, die entsprechenden Maßnahmen laufen. Der Fundort muss tabernacht besetzt bleiben. Organisieren Sie das sofort, Schneider. In Ordnung. Im Übrigen läuft die gesamte Fahndung vorerst nur unter Autoschiebung. Ja, ich sehe schon. Am Ende haben wir einen Mörder. Und wissen nicht, wer der ermordet ist. Du sagst es. Oder hat sich da schon was getan? Ein DDR-Bürger ist es nicht. Die vermissten Vorgänge sind überprüft. Die Fingerabdrücke liegen auch nicht dran sein. Es muss also der Mann sein, der mit dem gefälschten Pass bei uns eingereist ist. Wer das aber wirklich ist, wissen wir nicht. Tja, da müssen wir wohl erst mal warten, bis sich die Hamburger Polizei rührt. Guten Morgen. Tut mir leid, mein Herr ist noch geschlossen. Frau Borowski, erinnern Sie sich nicht an mich? Muss das sein? Ich glaube ja. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich sehe, Sie haben sich ja ganz anständig gemausert, seit Julius nicht mehr da ist. Soll das hier auch eine Taverne für griechische Gastarbeiter werden wie in Frankfurt? Ist es verboten, 2 Lokale zu besitzen? Aber, Frau Borowski, wenn Sie die Konzession haben und sonst alles seine Ordnung hat. Hat es, Herr Kommissar, hat es. Oberkommissar, Frau Borowski. Ein bisschen weiter habe ich Sie in den 7 Jahren aufgewacht. Gratuliere. Aber um mir das zu erzählen, sind Sie ja sicher nicht hergekommen, oder? Nicht ausschließlich, Frau Borowski. Wir überprüfen in Abständen immer mal unsere ungeklärten Fälle. Und da hätte ich gern gewusst, ob Sie in der Zwischenzeit... Ob ich Julius gesehen habe. Sie vertun Ihre Zeit, Herr Oberkommissar. Ich habe Julius nicht gesehen und ich weiß auch nicht, wo er jetzt ist. Mhm. So. Na, dann... Sehen Sie sich doch das mal an. Kennen Sie den Mann? Tot aufgefunden in Ost-Berlin. Hat uns die Fopo geschickt. Hier sind die Fingerabdrücke, die man der Leiche abgenommen hat. Hier die Abdrücke von Borowski aus unseren Akten. Sind ein und dieselben. Geschnappt habt ihr. Aber ihr könnt ihm nichts beweisen. Die Dinger sind noch gestellt. Ich kenne eure Tricks. Leider ist es kein Trick, Frau Borowski. Mir wäre auch wohler gewesen, wir hätten ihn gefunden. Fahren Sie nach Ost-Berlin und beantragen Sie drüben die Überführung. Sagen Sie mal, wo kommen Sie denn daher? Ja, ich mache einen Spaziergang. Ausgerechnet hier in der Schonung. Ich musste mal. Tut mir leid, da muss ich Sie aufschreiben. Und Rauchen im Wald ist verboten, bei dieser Trockenheit. Oh, Entschuldigung. Haben Sie noch nicht gehört, wie viele Millionen Mark Volksvermögen durch diesen bodenlosen Leichtsinn jährlich vernichtet werden? Da müssen wir streng durchgreifen. Bitte Ihren Ausweis. Der Ärmel sitzt nicht, der muss noch mal raus. Helga, sind die Gürtel auch alle drin? Und sagen Sie bitte Bescheid, die Angelika, Mandy, die kommen erst morgen. Unsere Einfütterin sei krank geworden. Melin, entschuldigen Sie bitte, aber heute ist Liefertag. Da geht bei uns alles ein bisschen drüber und drunter. Aber natürlich. Oberleutnant Thomas, Kriminalpolizei. Polizei. Ja, bitte, was möchten Sie von mir? Sie brauchen nicht zu erschrecken, Frau Melin. Ich möchte nur eine Auskunft haben über Ihren Sohn. Der wohnt nicht mehr bei mir, da wenden Sie sich am besten an seinen Vater. Ich hätte gern gewusst, wenn Sie ihn das letzte Mal gesprochen haben. Am Sonnabend. Ich hatte Geburtstag. Da war er bei mir. Wann kam er zu Ihnen? Am späten Nachmittag. Ja, kurz nach 6. Er hatte noch in der Werkstatt zu tun. Sonnabends? Am Wagen seines Vaters. Er ist Autoschlosser. Und wie lange blieb er bei Ihnen? Bis Sonntagnachmittag. Über Nacht? Kann er denn bei Ihnen schlafen? Er hat ja noch sein Zimmer. Bis vor einem Jahr wohnte er noch bei mir.
Von Sonnabend 18 Uhr bis Sonntagnachmittag waren Sie also ununterbrochen mit ihm zusammen? Nein. Am Sonntagvormittag, Rolf schlief noch. Er wusste nichts davon, war ich bei seinem Vater, meinem geschiedenen Mann. Weshalb? Entschuldigen Sie, Herr Oberleutnant. Wollen Sie mir nicht sagen, weshalb sich die Polizei für meinen Sohn interessiert? Ihr Sohn hat heute Anzeige gegen sich selbst erstattet. Wegen Beteiligung an einer Autoschiebung mit einem westdeutschen Wagen. Deshalb war ich auch bei seinem Vater. Er hat ihn damit hineingezogen. Von sich aus hätte Rolf das nie getan, nie. Er ist kein Verbrecher. Frau Melin, Sie können Ihrem Sohn nur helfen, wenn Sie uns die Wahrheit über alles sagen. Ja, natürlich. Dann kommen Sie doch bitte gleich mit. Ihr Sohn ist bei uns. Aber so, wie der umtauschte Wagen vor sich gehen sollte, war es doch ein gefährlicher Unsinn, die Nummer aus dem alten Wagen herauszuschleifen. Bei einer Kontrolle an der Grenze hätte ja gerade dadurch der Schwindel auffliegen können. Haben Sie Ihren Vater denn nicht danach gefragt, warum er das so haben wollte? Hat er mir ja gar nicht gesagt. Er bestand darauf und ließ mich gar nicht zu Worte kommen. Da müssen Sie sich aber doch Gedanken drüber gemacht haben. Ihrem Vater muss doch nun ein ganz anderer Verwendungszweck für den alten Wagen in den Sinn gekommen sein, oder? Davon hat er mir nichts gesagt. Er ließ sich auf nichts ein. Haben Sie denn nicht nachher danach gefragt, als Sie ihm den Wagen nach Gönnau zurückbrachten? Da war ja der Besuch noch da. Wer war denn nun dieser Mann, der Ihren Vater besuchte? Weiß ich nicht. Aber Junge, hat er seinen Namen nicht gesagt, als Sie ihn öffneten? Nein. Nur, dass er Vater sprechen möchte. Kannte ihn Ihr Vater? Weiß ich nicht so recht. Er schien ziemlich überrascht. Oder erschrocken, hatte ich das Gefühl. Würden Sie den Mann wiedererkennen? Ja, ich glaube schon. So. Na, dann sehen Sie sich mal diese Fotos hier an. Der bei uns hatte einen Bart und eine große Sonnenbrille auf. Wie sprach er denn? Mit Akzent wie ein Ausländer? Nein, ganz normal. Können Sie mir seine Kleidung beschreiben? Ja, er trug einen hellen Mantel mit Reißverschluss und eine Ledermütze. Herr Melin, haben Sie uns wirklich die Wahrheit gesagt? Ja, natürlich. Ich meine die ganze Wahrheit, nicht nur die Hälfte, um etwas anderes zu verheimlichen. Weiter ist da nichts. Sind Sie ganz allein auf die Idee gekommen, uns die Sache heute mitzuteilen? Ihr Vater hätte ja verheimlichen können, dass Sie mit der Sache zu tun haben. Er hat das sicher gemacht, möchte ich meinen. Würde doch seinen Sohn nicht reinreißen. Nee, Herr Hauptmann. Ich sollte ja den Wagen zur Inspektion fahren. Er wollte ja nach Budapest fliegen. Ist Ihr Vater jetzt zu Hause? Ein Augenblick. Ja, bitte. Wissen Sie, wo der Wagen ist? In der Werkstatt. Ich muss ihn ja heute Morgen mitnehmen, weil er nicht mehr im Hause haben wollte. Festnahme durchführen. Er wollte immer das große Geld machen, möglichst schnell und ohne Arbeit. Deshalb ist er 59 auch nach dem Westen gegangen. Und dann brachte er den Mercedes mit, als er 61 zurückkehrte und baute sich das Haus in Grünau aus. Mir hat er nur erzählt, dass er drüben auch in seinem Beruf als Buchhalter gearbeitet hat. Zuletzt bei der Lottogesellschaft in Hamburg. Naja, damit kann er ja nicht so viel verdient haben. Ach, auf ehrliche Weise ist der bestimmt nicht zu dem Geld gekommen. Als er im Dezember 61 zurückkehrte, erklärte er bei der Aufnahme, er wolle wieder mit seiner Familie zusammenleben. Und sie erklärten sich auch ausdrücklich bereit, die Ehe mit ihm fortzusetzen. Ich glaubte damals, dass alles noch einmal gut gehen könnte mit uns. Hm. War Melin vor seiner Rückkehr, also zwischen 59 und 61, mal hier? Ja, bei seiner Mutter. Er besuchte sie überraschend im Juli 1961. Sie schrieb es mir, weil er sich jahrelang nicht um sie gekümmert hatte. Seit wann ist denn Ihr geschiedener Mann Teilhaber dieser Werkstatt, Frau Melin? Seit ein paar Jahren schon. Es ist doch genauso undurchsichtig wie alles andere. Und dann haben Sie Ihren Sohn dort arbeiten lassen? Ich arbeiten lassen? Ach, ich war so wütend, dass er seine Lehre hinschmiss ohne Gesellenprüfung, um in dieser Bude zu arbeiten. Aber die Werkstatt hätte ja sonst zumachen müssen. Ausgenutzt hat ihn sein sauberer Vater. Dafür kann er nun ins Gefängnis gehen für ihn. So wird's doch kommen, nicht? Wo hat Ihr Sohn gelernt, Frau Melin? Im VEB Autoreparaturwerk Berlin. Hm. Wäre denn Ihr Sohn bereit, die Lehre fortzusetzen? Ja, das garantiere ich Ihnen. Tja, dann würde ich da mal anrufen. Meinen Sie denn, dass das einen Sinn hat? Jetzt möchte ich Ihnen am liebsten den Kuss geben. Vorausgesetzt, dass er uns die Wahrheit gesagt hat, was noch zu überprüfen ist, und Sie ihn wieder unter Ihre Fittiche nehmen. Versprechen Sie mir das? Alles, Herr Oberleutnant. Wenn Sie mir nur helfen, ihn wieder hinzubiegen. Ja? Ja, ich komme. Warten Sie mal noch.
Was ist mit dem Rolf Melin? Die Mutter habe ich gerade da. Er war die Nacht bei ihr. Wollen Sie sie vernehmen? Was macht Sie für einen Eindruck? Ja, ich glaube ihr. Da soll sie also erstmal mit nach Hause nehmen. Wir brauchen ihn erst morgen. Und was wird mit dem Melin? Ist im Polizeikrankenhaus. Wieso denn das? Das wird ihn Tim in den nächsten Wochen noch jeden Tag dreimal erzählen. Nun schafft das Geld endlich rüber in die Kriminaltechnik. Denn wo war er denn nun? Vernehmungsfähig ist das morgen, aber ich glaube nicht, dass er leugnen wird. Es sind eigentlich nur noch drei Fragen zu klären. Wer ist der Tote? Warum hat er ihn umgebracht und woher stammt das Messgeld? Ja, bitte. Entschuldigung, zur Mordkommission, ist das hier richtig? Ja, schon. Welche Angelegenheit? Das ist nicht mit einem Satz erzählt. Ich komme aus Hamburg. Man hat mir erzählt, dass Sie meinen Mann hier tot aufgefunden haben. Ich wollte beantragen, dass er nach Hamburg überführt wird. Dann nehmen Sie bitte Platz. Wie ist denn Ihr Name? Borowski. Das wird Ihnen möglicherweise nicht viel sagen. Mein Mann pflegte unter seinem Künstlernamen zu reisen, Pericles Baxevanos. Künstlername? Ah ja, dann weiß ich schon Bescheid. Aber ich fürchte, die Überführung wird noch nicht möglich sein. Die Vorgänge um den Tod Ihres Mannes sind noch nicht restlos geklärt. Dann habe ich diese Reise womöglich umsonst gemacht? Wir wissen noch nicht, weshalb Ihr Mann nach Berlin kam und was er hier vorhatte. Er wollte zu einem Hubert Melin. Hat er Ihnen gesagt, was er von diesem Melin wollte? Nein. Nein, das weiß ich nicht so genau. Und wenn ich Ihnen sage, dass wir Melin heute festgenommen haben, unter dem Verdacht, an dem Tod Ihres Mannes Anteil zu haben? Na ja. Vielleicht ist es besser. Ich erzähle Ihnen alles. Kann ich mir einen anstecken? Aber selbstverständlich. Mal sehen, ob ich das noch alles zusammenkriege. Das ist schließlich 7 Jahre her. Bitte? Also, damals kam Melin in unsere Kellerkneipe. Das heißt, dass es Melin war, wusste Julius, mein Mann, damals noch nicht. An dem Tag war er uns noch völlig unbekannt. Aus Nummer 47 kommt jeden Montag 8 Uhr ein Kassenbote heraus, der 2 Aktentaschen trägt, in denen sich mindestens 500.000 Mark befinden. Ganz allein? Nein, ein Pförtner bringt ihn zum Wagen. Und eine Pistole hat er auch im Jacket. Aber die stört uns nicht. Melin hörte über Polizeifunk in der Stadt ab. Und mein Mann wartete schon draußen im Wrackhafen. Kannte Borowski die Besatzung von Peter 14? Also lassen Sie die armen Schweine raus. Sie sind nicht mit von der Partie. Ich will nur wissen, ob er sie kannte. Wenn Sie Streif hatten, kamen Sie mal auf dem Kurzen und Bier vorbei und sagten guten Tag. Herr, kommt noch mal ein Kneipier auf St. Pauli, muss ich gut stellen mit der Polizei. Und wer hat die Tropfen ins Bier getan? Sie? Ich habe nur serviert. Mir hat der doch immer für die Provinzonkel stehen. Immer was ganz Schlimmes erleben wollten. Tja, da müssen Sie wohl mit uns kommen. Ich bin die Ehefrau. Ich brauche sowieso keine Aussage zu machen. Machen Sie es ab. Schön. Rechtsanwälte wollen ja auch leben. Das hat ihm ein Telegramm wurde gebracht. Mhm. Noch nicht vom Postgeheimnis gehört? Tut mir leid, Anna, der Kerl hat mich doch aufs Kreuz gelegt. Du hattest mir ja zugeredet. Nun musst du schon bleiben, was du bist und wo du bist. Julius. Ja, so war das. In der einen Tasche waren nur kleine Scheine und in der anderen 3 Kilo Schreibmaschinenpapier. Brinkmann und Melin hatten schon vorher 450.000 Mark um die Ecke gebracht. Wann kam Ihr Mann denn wieder nach Hamburg? 2 Jahre später mit griechischen Papieren. Aber da war Melin schon in die DDR übergesiedelt. Naja, der hatte das Zeug gleich nach dem Coup in den Osten geschafft. Wollte ja besonders schlau sein. Urteilsverkündung im Namen des Volkes. Der Angeklagte Hubert Melin wird wegen Mordes und versuchten Mordes gemäß § 112 Absatz 1
und Paragraph 21 Absatz 1, 3 und 4 des Strafgesetzbuches zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Die Verbrechen des Angeklagten sind für uns ein Anachronismus und wir haben Mühe, sie zu begreifen. Sowohl die ungewöhnliche kriminelle Intensität als auch die extrem egoistischen Motive des Angeklagten fänden hier bei uns wohl kaum ein Beispiel. Dieser Mann ermordete seinen ehemaligen Komplizen, als ihm längst klar geworden sein müsste, wie sinnlos sein Dasein trotz seines vermeintlichen Reichtums war. Als Melin fast schon zu dieser Einsicht gelangt war, schloss sich der Kreis. Um nicht hergeben zu müssen, worauf er sein Leben gestellt hatte, wurde er zum Mörder. Konsequent dem Wolfsgesetz folgend, nachdem er vor Jahren angetreten war. In unserem Staat hätte er die Chance gehabt, seine gesellschaftsfeindliche Einstellung zu revidieren. Er hat sie nicht genutzt. Deshalb muss nun die Gesellschaft vor ihm geschützt werden.